Im Gebäude der Stuttgarter L-Bank hat heute die erste Runde der grün-schwarzen Koalitionsverhandlungen begonnen. Im Zentrum stand dabei die Prüfung der Kassenlage. Der Hintergrund: die Wahlkampfversprechen von Grünen und CDU subsumieren sich, einem Bericht der Südwestpresse zufolge, in einem internen Papier des noch SPD-geführten Finanzministeriums auf 700 Millionen und 1,2 Milliarden pro Jahr. Bei der Realisierung wäre demnach deshalb die Aufnahme neuer Kredite unverzichtbar. Dabei entfielen allein auf die von beiden Parteien angestrebte Umsetzung des Orientierungsplans für Kindergärten rund 400 Millionen. Zudem klaffen ab 2017 zwischen Landeseinnahmen und Ausgaben prognostiziert große Lücken. Alle jetzt in den jetzt startenden Koalitionsverhandlungen beschlossenen Koalitionskompromisse stehen deshalb bereits jetzt unter Finanzierungsvorbehalt. Spielraum könnten dauerhaft zurückgehende Flüchtlingszahlen bringen, sowie die für 2015 erwarteten Einnahmeüberschüsse in dreistelliger Millionenhöhe. Die grün-schwarzen Koalitionsverhandlungen werden in 9 Arbeitsgruppen geführt. Auf Seiten der Grünen leiten die bisherigen 4 Landesminister Franz Untersteller, Winfried Herrmann, Theresia Bauer die Gruppen Umwelt, Verkehr und Hochschulen sowie ländlicher Raum und Verbraucherschutz. Sie gelten demnach auch als mögliche künftige grüne Minister. Bei der CDU gilt Parteichef Thomas Strobel als Wunschkandidat für das Innenministerium oder das Finanzressort und das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten, falls er sich für eine politische Zukunft in Stuttgart entscheidet.